Ja, super geil. Ich muss sagen, spielerisch war es heute teilweise auch richtig gut, aber kämpferisch war top. Jeder war zu 100% da. Hat man richtig gesehen, dass wir eine Mannschaft sind. Also hat mich, ist voll geil, taugt mir. Ich denke, dass 90 Minuten ein intensives Spiel war, von beiden Seiten. Ich denke, wir haben sehr, sehr gut reagiert, wie wir auf die Chance gleich zu Beginn reagiert haben. Hätten dann gute Chancen gehabt auf 1-2-3-0, haben dann 1-0 bekommen aus dem Nichts. Und ich denke, bis auf die 10 Minuten dann nach der Halbzeit wirklich gut performt, Gas geben, gut attackiert, gute Chancen vorgefunden. Also, auch wenn die Tore etwas glücklich waren, denke ich, ist es ein verdienter Sieg gewesen. Ja, extrem. Vor allem nach letzter Woche, wo wir echt im Bus gesessen sind und uns gedacht haben, was war das eigentlich? Ich glaube, heute, vor allem erste Halbzeit, haben wir uns gesehen, dass wir Bock haben aufs Kicken. Ganz egal, wie die Situation ist. Und ich glaube, man hat gesehen, wir haben einfach Spaß gehabt. Und ja, wenn wir uns heute was ankreiden lassen können, dann auf jeden Fall die Chancenauswertung. Ich bin sehr zufrieden, muss ich echt sagen. Brauche ich nicht herumreden, dass die Zeit allgemein schwierig ist, dass die Woche außergewöhnlich schwierig war, einen Fokus zu halten. Aber in der ganzen Woche habe ich immer wieder gesagt, die Burschen sind klar in der Arbeit, versuchen das beiseite zu schieben. Wir versuchen positive Signale mal nach außen zu senden. Und wir haben sehr, sehr viele Ausfälle, auch noch in der Phase. Und dann zeigen sie sich da mit der nötigen Körpersprache, die wir eingefordert haben. Also ich bin sehr zufrieden über einen meiner Meinung nach total verdienten Sieg. Ja gut, ich habe ein paar Chancen gehabt. Das war, muss ich auch sagen, teilweise echt gut gehalten. Habe immer probiert zu lupfen, ist nicht gegangen. Einmal flach, ja. Nicht gut abgeschlossen mit links. Aber im Endeffekt wurscht, 2-1 gewonnen. Dann habe ich irgendwie noch reintroffen und das ist das Wichtigste. Ja, ist natürlich ein schönes Gefühl. War ja länger nicht in der Startelf, aber ich habe einfach versucht, Trainer-Teamers Gefühl zu geben, wenn ich gebraucht werde, dass ich da bin. Hat ganz, ganz gut funktioniert, solange die Kraft gehalten hat. Und von dem her bin ich natürlich froh, dass ich wieder mal gespielt habe und dass der Sieg auch noch geworden ist, natürlich umso schöner. Ja, zweite Hälfte war klar, dass die Gegner was umstellen werden, weil ich glaube, erste Halbzeit waren wir doch sehr dominant, viele Torschüsse gehabt. Und dann haben wir die zweite Halbzeit natürlich, sind die Gegner anders rausgekommen, aber ich glaube, nach ein paar Minuten am Anfang haben wir wieder viele Chancen eigentlich gehabt. Natürlich waren sie zweite Halbzeit auch gefährlicher als in der ersten, aber ja, ich glaube, dass wir den Sieg heute vor allem erzwungen haben. Das ist ja, eine außergewöhnliche Leistung in Wahrheit von jedem Einzelnen, weil wir ja eh gesagt haben, es sind viele Fragezeichen bei uns allgemein, also jetzt grundsätzlich was den Club betrifft, da ist die Hoffnung groß, dass wir das hinkriegen mit der Lizenz, aber einzelne Spieler, viele Fragezeichen, wie es weitergehen wird und trotzdem reagieren sie so. Also das ist ja das, was man ja immer wieder mal vielleicht in der letzten Saison bekrittelt hat. Ich muss immer wieder sagen, die Mannschaft, die ist richtig intakt und dann das aufzufangen, dass uns viele Spieler fehlen, quasi die ganze Woche auch kaum ein Konkurrenzkampf, weil jetzt dann fast einmal hat sich die Mannschaft selbst aufgestellt und dann gehen sie so raus und so konsequent und konzentriert. Das ist mal nach den letzten Meldungen ein richtig positiver Moment für mich, dass ich richtig stolz bin auf die Mannschaft. Na, wir haben gejubelt, dass der Mike Madl wieder mal 45 Minuten gespielt hat. Nein, wir freuen uns über den Sieg. Wie gesagt, war geil, emotional und ja, super. Ja, ich denke, zuerst einmal haben alle, die heute zugeschaut haben, gesehen, wie intakt die Mannschaft ist, wie wir Gas geben und genau das müssen wir beibehalten am Dienstag und dann bin ich ja positiv, dass es so weitergeht. Ja, natürlich tut es gut. Also ich glaube, dass wir aufgrund der Qualität nichts mit ganz unten zu tun haben dürfen, aber wir wissen alle, nach der Punkteteilung kann es schon schnell passieren, dass man da ganz unten reinrutscht. Von dem her ist das schon ein gutes Gefühl. Ja. Wir müssen logischerweise alle regenerieren, du musst schauen, dass du alle frisch kriegst und der Madl muss noch ein bisschen mehr regenerieren. Hat wieder auch alles reingeworfen, muss ich echt sagen. Ja, also es ist heute wirklich so, brauchen wir uns ja nicht abfeiern, aber es ist trotzdem, ist ein guter Tag. Aus sportlicher Sicht heute für uns da das Zeichen zu setzen. Und jetzt ist heute Sonntag regenerieren, Montag ein bisschen was machen, Dienstagvormittag und dann die nächste Aufgabe, schauen, dass wir da dranbleiben. Ja.